Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Montag, dem 13. Juni. Ich grüße Sie ganz herzlich an dieser Stelle und wir wollen gleich mal wieder auf den Markt schauen, der hier schon wieder in die Volatilität, in die Bewegung gekommen ist. Wir sehen hier vorne Gold und das oder der Goldpreis. Jetzt machen wir es mal ein bisschen größer. So, ziehen wir das nochmal rüber. Jetzt passt es. Wir sehen hier den Goldpreis und Euro gegenüber British Pound vorne, weil das britische Pfund wieder unter Druck steht. Aber vielmehr noch sehen wir auch hier die ozeanischen Pairs im Einklang mit Gold eben hier auf der Vorderseite. Es gab heute Daten aus China, die aber hier letztlich jetzt nicht so negativ wirken auf den ozeanischen Bereich. Sie sehen, Australdollar, Kiwi zieht oder ziehen an. Yen auch stark an dieser oder in diesem Kontext. Wir sehen hier alle Yen-Pairs oder Paare, die hier in Yen mehr oder weniger gehandelt werden, auf der Verliererseite. Und interessant ist hierbei, dass der Euro gegenüber dem Australdollar sozusagen hier einen Klippentanz vollzieht. Wir hatten unlängst den Euro gegenüber dem Australdollar schon im Fokus, vor dem Hintergrund, dass hier bei 1,55, 50, 1,55, 60 hier so ein Widerstandsbereich bestätigt worden ist. Es gab hier einige Ausbruchsversuche, zuletzt aber hier nahezu punktuell an dieser Abwärtstrendlinie hier gescheitert. Seitdem ging es nach unten, um genau zu sein, eben hier mehrere Wochen. Zunächst etwas verhalten in der letzten Woche, dann aber doch schon sehr, sehr deutlich. Und die Annahme eben dessen, dass wir hier durchaus in Richtung 1,50 laufen können, steht vor der Tür. Und letztlich hier die Situation, dass wir nach diesem schwachen Auftakt vom 7.6. eine technische Erholung hätten sehen können, hier über diesen oder in Richtung dieses Widerstandsbereich 1,5420, 1,55 wäre hier eine schöne Entry Zone gewesen, aber Sie sehen ja, es geschah nicht wirklich viel. Der Markt lief weiter seitwärts. Heute zum Wochenauftakt wieder mit Schwäche. Und jetzt darf interpretiert werden, dass wenn wir hier ein neues Mehrwochentief machen, speziell hier unter das Tief vom, das war der 8.6. mit dem Low, meine ich. Nochmal schauen, das sind beide 1,5194. Sollte es unter 1,5194 gehen, dann muss man davon ausgehen, dass hier 1,50, 1,49 die nächsten Ziele sind auf der Südseite. Das kann dann auch alles recht schnell gehen. Ob es hier noch mal einen Rebound nach oben gibt, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln, zumindest so einen starken. Man muss natürlich sehen, wie sich hier der Euro verhält, der ja auch zuletzt wieder ins Schwanken kam. Frage wird eben sein, wenn wir hier eine weitere Schwäche sehen, ob wir dann nochmal in Richtung 1,11, 1,10 laufen würden. Sollte dies geschehen, einhergehen natürlich mit einem starken Ossi, dann sieht es hier sehr, sehr direkt und klar danach aus, dass wir hier fallende Preise sehen werden. Und das muss man definitiv im Kalkül haben, weil dieses Cross-Rate-Pair natürlich hier beiderseitig beeinflusst wird. Tatsache ist, wenn wir uns die Saisonalität mal anschauen, dann stellen wir fest, also hier die Saisonalität vom Australdollar gegenüber dem US-Dollar, dass wir hier eine fallende Tendenz haben. Das spräche eigentlich dafür, dass wir hier eine Stabilisierung sehen, aber auch der Euro gegenüber dem US-Dollar mit Blick auf die kommenden 20 Tage eher schwach orientiert, beziehungsweise mit Druck von oben. Insofern hier saisonal gesehen keine wahre Indikation. Es spricht eben vielmehr hier für eine Dollarstärke. Und wie sich hier der Euro gegenüber dem Australdollar daraus manövrieren kann, das bleibt mal abzuwarten. Aber die technische Tendenz, die leitet sich hier dahingehend ab, dass die Preise wohl doch eher in Richtung 1,49 korrigieren dürften. Für alle Fibonacci-Fans ist es natürlich auch sehr gut möglich, hier vom letzten Hochpunkt bis zum entsprechenden Tief die Fibonacci-Levels anzulegen, um sozusagen mal einen Eindruck zu bekommen, wie die Preise hier nach dem goldenen Schnitt, nach dem Fibonacci-Retracement-System hier sozusagen Halt finden können. Und man staune oder man sehe und staune hier am 61er Fibonacci-Level liegt auch exakt das Level von 1,49. Soll heißen, nach diesem starken Impuls hier von Ende April bis Anfang Mai hinein, dieser Seitwärtsphase, befinden wir uns jetzt hier an einer korrektiven Schöpfungsmodus, in einem korrektiven Erschöpfungsmodus, der sich hier unter Fibonacci-Gesichtspunkten auch bis 1,49 sogar ausdehnen könnte, was dann aber nicht unbedingt heißt, dass das hier komplett nach unten kippt, also sozusagen der Sell-off erfolgt. Nein, hier wäre die Erholungschance gegeben. Wenn sie kommt, dann muss man davon ausgehen, dass es hier einen größeren Erholungsmove gibt. Bleibt sie allerdings aus und deswegen ziehen wir den grauen Pfeil gleich mal nach unten. Dann trifft das Thema Sell-off doch schon recht gut zu. Dann muss man nämlich davon ausgehen, dass hier die Preise mit großer Wahrscheinlichkeit in Richtung der Tiefs vom Dezember, in Richtung der Tiefs vom März und April absinken werden. Und dann reden wir eben hier über Niveaus bei 1,44,50,
1,44, die dann hier auf der Agenda stehen würden. Das bleibt definitiv spannend. Beobachten Sie mal hier das Niveau des Levels von 1,49. Da, wie gesagt, wird es wirklich spannend, wenn der Markt dahin korrigiert. So, jetzt will ich mal sehen, dass wir hier die Levels nochmal rüberziehen, damit man sie auch deutlicher sehen kann. Da müssen wir die Textposition mal auf rechts schieben. Und dann haben wir hier auch das 61er Level besser zu sehen. Und insofern auch sehr deutlich, dass hier auf jeden Fall ein Support besteht, neben der Round Number 149, das 61er Level. Und insofern nach diesem möglichen Sell-Off in diesem Bereich hier eine schöne Counter-Chance. Allerdings da natürlich auch mal schauen, was macht der Euro. Wird natürlich hier das Crossword per maßgeblich beeinflussen, sollte es zu einer stärkeren Euro-Bewegung kommen. Dann kann es natürlich hier auch nach oben gehen. Aber so richtig der Deckel drauf hier bei 1,55, 70, 1,55, 80. Hier muss das Paar erstmal deutlich ausbrechen, um wirklich ein Kaufsignal zu generieren, was dann eben hier in Richtung der Jahresauftaktshochs in Richtung 1,60 plus reifen könnte. Aber das scheint eher aktuell eine Träumerei. Vielmehr deutet der Chart eben weitere Schwäche an. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen für den heutigen Radar zum Auftakt in dieser Handelswoche. Wenn Sie mögen, hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.